Wir alle haben eine Geschichte. Erfahrungen, die uns prägen. Also, what have I done? Zweifel, gegen die wir kämpfen. Was soll ich dazu sagen? Sie hat mir das erklärt und ich sage, Dana, wenn du das willst, musst du das machen. Ich trete abermals auf der Stelle. Mein erster Gedanke war, Dana boxt. Manche erzählen mir eine Story, warum es zum Boxen kommt, und manche erzählen mir keine Story. Auf geht's, Dana, jetzt los! Bei manchen schaue ich in die Augen und dann sehe ich, warum sie da sind. Wir können dann nur wieder einen Arm nehmen und trösten. Ich habe es satt. Hier ist meine Geschichte. Keine Angst, ich fange nicht ganz von vorne an. Ich habe das Boxen angefangen, weil mich der Giles, ja, mein Schauspielcoach, geschickt hat, um an meinem Rollenspektrum eigentlich zu arbeiten, was ich anfangs ein bisschen, glaube ich, falsch verstanden habe, beziehungsweise mir den Schuh angezogen habe, zu sagen, ich muss an mir arbeiten. The artist is first and foremost a craftsman whose business is to bring into being for men and women to inhabit or employ. People process the world through different functions, some through the body, some through a kind of intuition, some through the intellect. You know, we all process the world through all of those things, but we tend to have an emphasis on one of them more than others. And ich glaube, Schauspieler wird man nicht ohne Grund. Da weiß ich selber in sich selber vielleicht Defizite. Ja. Und bei mir ist es vielleicht schon auch wie bei vielen die Aufmerksamkeit, dass man eigentlich gesehen werden möchte. Darin ist ja auch nichts problematisch. Nur wenn man dann gleichzeitig, wenn man gesehen werden will, Angst davor hat, gesehen zu werden oder immer mit sich rumträgt, dass man nicht gut genug ist, dann macht das ja irgendwie keinen Sinn. And down, and back, and up, and behind you. Turn around. Dana processes the world through her emotions. Now, emotions can either be free flow, you can either yield into the emotions, or they can be bound up and sort of tight. You can contend against the world, or you can yield and adapt around it. A bit like water flowing through past a rock to keep the flow of water going. To sensitize my instrument to that energy production. Because what goes in goes out, so then what goes out? Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und was mir fehlt, ist ein Rückgrat, ja, eine Königin, etwas Kräftiges, Machtvolles. Weil ich von Natur aus immer nachgebe und sage, ist schon okay, mach du. Meine Zeit wird kommen, danke. Und ich sehe aber bei allen anderen, dass sie nicht warten, bis ihre Zeit kommt, sondern dass sie sich einfach nehmen, was sie wollen. Und das ist, glaube ich, in dieser Welt so. Also will auch ich mir nehmen, was mir zusteht oder was ich kann und will mir da selber nicht im Weg stehen. Es stehen einem genug andere Menschen im Weg. Warum stehen wir uns selber im Weg? Dana is definitely an adapter and a yielder. So she'll yield around, she'll cry very, very easily. She'll flow. Now, obviously, for an actress, that has many, many wonderful advantages. It's not that it's a bad thing. But you want a balance. If you want to expand the kind of range of characters that you're going to play, you need a balance. You can't be too locked in one way of being. So she needed to develop more of a sense of resistance. Ich bin halt einer der Menschen, die immer in den Spiegel schaut und da nicht ganz mit klarkommt. Aber ich weiß, dass es verdammt viele Menschen und besonders Frauen gibt, die das nachvollziehen können. Die genau wissen, wie es ist, in den Spiegel zu schauen und nicht zufrieden zu sein und nicht zu wissen, warum passt mein Äußeres jetzt nicht zu meinem Inneren und warum ist mir das so verdammt wichtig. Bin über 30, lebe auf 30 Quadratmetern, bin mal wieder Single und mein 9-to-5-Job erfüllt mich nicht. Dahin hat mich mein ständiges Jammern gebracht. Gerade tue ich mir schon wieder selber leid. Es wird Zeit, dass sich etwas ändert. Und die Einzige, die das bewerkstelligen kann, bin ich.
Irgendwann beim Seilspringen tatsächlich hatte ich eine mega Idee. Und in die Richtung möchte ich einen Film schreiben. Und auch dafür brauche ich diese Erfahrung des Boxen, soweit, des Kampfes. Wo ich dir gesagt habe, das wäre sinnvoll, dass du gleich mal wirklich in den Ring gehst. Und auch ehrlich gesagt, der Trainer, der dann dazu sein wird, der wird ganz viel auf dir basieren, weil du bist einfach... Mich kann man nicht Unikat. Ja, aber du hast... Robert De Niro würde ich akzeptieren, dass der mich spielen kann. Einfach alles andere... Ich schau mal, ob der Zeit und Lust hat, mitzumachen. Könnte ich nicht machen, ganz einfach. Aber eine fiktive Welt löst meine Probleme auch nicht. Ich muss das in der Realität angehen. Und so wie gesagt, wenn du da jetzt ins Boxen besser einsteigen willst, dann sollten wir uns das mal vornehmen, zu sagen, okay, wir haben jetzt 4-5 Monate Vorbereitungszeit strukturiert und wollen wir mal probieren und durchziehen. Ja, ich war ja selber schon mal bei dem Masterboxing in New York. Im Gleason's Gym gibt es auch relativ viele Frauen. Da wäre es realistisch, eine Gegnerin zu finden. Schau in den Spiegel, schau in die Augen rein, du bist deine eigene Gegnerin. Das bin ich schon mein ganzes Leben lang. Außerdem ist mein Spiegelbild hier nicht mein einziges Problem. Also in den Wettkampfbestimmungen steht momentan drin, dass man über 30 nicht boxen darf. Das heißt, ich muss meinen ersten Wettkampf vor dem 30. Lebensjahr gemacht haben. Punkt, Ende, so sind die Regeln. Das Problem ist, dass einfach die fundamentale Grundausbildung fehlt. Und da einen Erstkampf zu machen, ist relativ, wie soll ich sagen, riskant. Also die Dana trainiert jetzt seit 2 Jahren bei mir, über 30, 33 Jahre alt. Und sie ist einfach zu alt dafür, noch eine komplette und komplexe Boxerin aus ihr zu machen. Das ist eine biologische Tatsache. Ja, und diese fundamentale Grundausbildung kann ich in 2 Jahren nicht nachholen, oder auch in kürzester Zeit. Also muss ich bei der Wettkampfvorbereitung jetzt einfach ein bisschen einen Kompromiss eingehen und sagen, was können wir aus dem, was sie kann, was sie mitbringt, was können wir daraus machen. Aber hier. Und jetzt bist du hier schon wieder verdreht. Wo ist der? Genau. Also sie ist technisch sehr gut, sie ist sehr diszipliniert. Problem, um gleich auf die Schwächen zu kommen, ist ein bisschen die psychische Belastbarkeit. Das ist so dieses große Fragezeichen. Als ich mir das dann durch den Kopf gehen lassen habe, ist irgendwie alles zusammengekommen. Und ich habe gedacht, ja, das musst du machen, um in deinem persönlichen Leben aufzuräumen. Um diese ganzen Probleme zu überwinden, um wirklich für mich selber zu sagen können, hey, ich bin ich und ich bin verdammt gut so genau, wie ich bin und mit mir zufrieden sein, das ist irgendwie mein Ziel. Und ich glaube tatsächlich, dass so eine verrückte Idee wie ein Boxkampf in New York mir das ermöglicht. Frontal. Nur schieben. Und schaut nicht die Augen zu machen, nicht die Augen zu machen. So ein Training gehört jetzt natürlich strukturiert aufgebaut. Wenn ich so bin, dann musst du sofort erkennen, das ist wie im Kampf, du musst die Situation erkennen. Immer hinschauen, dreh dich auch nicht weg. Wir haben 5 Monate vor uns, das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Was machen wir da? Aha, beim zweiten Mal musst du es verstanden haben. Und ich kann jetzt nicht anfangen mit einem Sprint und mich total verausgaben, ja, sondern es geht am Ende, dass ich dann letztendlich die Leistung abrufe. Ja, da. Und da müssen wir mit der Dana jetzt ein bisschen dran arbeiten. Komm, 15 Sekunden noch. Stell dir mal vor, das wäre die letzte Runde jetzt in New York. Geh jetzt ran. Hopp, aufwärts, aufwärts. Komm, härter. Hüfteinsatz. Der Körper arbeitet. Härter. Wunderbar, bitte. Und ausschauen. Mach das mal. Ich kann nicht und soll bald kämpfen. In New York. Ich muss hier raus. In der Heimat meinen Kopf freikriegen. Wir haben ja auch unsere Kinder immer ermutigt, das zu tun, was sie machen möchten. Und letztendlich haben wir dann gesagt, okay, ja, wenn es dein Wunsch ist, dann unterstützen ja eh wir dich. Weil wenn Dana sich was vornimmt, dann zieht sie das durch. Ja. Wenn sie ein Ziel hat, dann muss sie eben nur daran arbeiten, bis sie es erreicht hat.
George, was soll ich dazu sagen? Sie hat mir das erklärt und ich sage, Dana, wenn du das willst, musst du das machen. Aus den Gesprächen mit Dana rausgehört habe, also ich bin der Meinung, sie hat auch richtig Respekt vor ihrem Trainer. 30 Sekunden, gleichmäßige Belastung. Die trainiert hart. Die ist tolle. Und das wird ihr auch den Erfolg bringen. Bin ich fest von überzeugt. Zurück im Training geht es härter weiter als zuvor. 5! Ich hake meine Liste ab. Ich gehe montags zum Frauenboxen, dienstags zum Herrenboxen, mittwochs zum Gewichtetraining, Donnerstag darf ich frei haben, freitags zum Yoga, freitags zum Boxen, samstags zum Sparring, sonntags gehe ich laufen und dann ist irgendwie schon wieder Montag und arbeiten tue ich ja auch noch und irgendwann möchte man auch mal einen Kaffee trinken gehen mit einer Freundin, um nicht durchzudrehen. Also der Tag X kommt näher und es fällt mir so wöchentlich auf, aber täglich habe ich echt nur die Kraft, mich darauf zu konzentrieren, ins Training zu gehen. Und in dem Moment, wenn Stefan sagt, go und push und mach, genau das zu tun. 5, 6. Sehr gut, akzentuiert. Eva, heide, heide, hat den Anfang. Machen wir los, hopp, 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 hopp. Letzte Runde im Kampf, wir bewegen uns. Die Dana ist eine typische Frau. Sehr, sehr ehrgeizig. Und sie misst sich immer. Wenn eine Frau einen sportlichen Wettkampf geht, also ob das jetzt Boxen ist oder auch was anderes, und sie verliert, dann ist immer so, was habe ich falsch gemacht? Warum war ich nicht gut genug? Was liegt an mir? Warum bin ich so schlecht? Passiert einem Mann das, dass er in den Wettkampf geht, sagt er einfach, okay, der andere war besser halt in dem Fall, ganz einfach. Also das ist ein ganz anderer Denkansatz und daran müssen wir natürlich noch arbeiten, weil sie sehr viel Ehrgeiz mitbringt. Eine der größten Herausforderungen steht mir jetzt bevor. Das erste Mal Sparring war so ein bisschen wie unter Wasser keine Luft kriegen und dazu kommt dann eine völlige Machtlosigkeit, die einen überrennt. Auf geht's, back hands und los geht's. Beim Sparen geht es darum, sich dem Gegner zu stellen. Deckung hoch, schnelles Reagieren, das Gefühl für den Raum zu bekommen. Alles Dinge, die ich nicht beherrsche. Erst einmal beide die Bewegung wieder finden. Das, was wir die ganze Woche üben, reinbringen. Sauber stehen, über die Führhand vorbereiten. Dominantes Verhalten. Im Moment ist es ja eher so, dass ich in der Abwehrhaltung bin und überhaupt lernen muss, geradeaus zu gucken und dann nicht zu blinzeln, um mich wegzudrehen. Und gefühlt kann ich noch gar nichts. Und ich habe nur noch 2 Monate Zeit. Versuch, es geht ja um die Kondition. Aber wenn du nur nachläufst, ist zu wenig. Alles klar? Im Moment habe ich noch ziemlichen Respekt davor und Angst zu versagen. Mir läuft der Arsch auf Grundreis. Also wirklich, ich glaube, ich bin noch zu langsam. Ich habe nicht genug Kraft in der Linken. So viel Angst ich habe, da wirklich geschlagen zu werden und dass ich dem auch nicht gewachsen bin. Ja, ich ziehe eine Riesennummer auf, ich erzähle Leuten, ich gehe nach New York und boxe. Und was, wenn in 2 Monaten der Trainer sagt, du, das wäre ein Selbstmordkommando, ich kann dich nicht hinschicken. Was macht das dann mit meinem Selbstbewusstsein? Dass ich schon versucht, an sich zu arbeiten und da völlig angeknackst ist, ja. Und los geht's. Ich muss lernen, standhaft zu sein. Dabei werden die Sparringspartner immer stärker. Meine Gegnerin Jasmin hat schon Wettkämpfe gewonnen. Wir sind jetzt in der sogenannten UBV, unmittelbaren Wettkampfvorbereitung. Man kann in der Phase nichts Neues mehr dazulernen, weder technisch noch konditionell. Also es macht jetzt keinen Sinn mehr, ein großes Lauftraining aufzupacken oder Krafttraining oder sowas zu machen, sondern die Sachen, die wir uns erarbeitet haben, zu stabilisieren und sich nicht zu verletzen oder eben krank zu werden. Zweite Minute. Ja, wir haben jetzt 2 Minuten.
Dana, die war oberbayerische Vizemeisterin, die ist schwerer als du, ist sie schneller. Hat das jetzt irgendeinen Grund, deine Linie aufzugeben? Das spielt sich nur da herin. Ja, und? Dann trifft sie dich. Und dann? Und dann? Du sollst nicht reden, sondern zuhören, schnaufen und nicht konzentrieren. Alles klar? Also, die Fans arbeiten, machen, tun. Schläge kommen, sie haben Distanz kontrollieren und dann trifft sie dich. Und dann? Dann ist es so. Die werde ich in New York auch schlagen. Im Sparring ist passiert mir auch, dass ich weine. Auf geht's. Weil mich das so überfordert und ich halt ein Mensch bin, der emotional auf Dinge reagiert. Und das ist natürlich was, was die Gegnerin gnadenlos ausnutzen will. Ich arbeite natürlich mit psychologischen Tricks genauso. Das Thema ist im Boxen, auch in New York, auch im Damenboxen, hat sie eine Gegnerin, die steht da gegenüber und will ihren Kopf runterhauen. Ja. Und ich muss natürlich wissen, wie belastbar sind meine Athleten, die ich in den Ring stecke. Deswegen mache ich auch im Training manchmal Bemerkungen oder auch Drills, die so ein bisschen unter die Gürtellinie gehen, dass ich einfach weiß, wie geht der Sportler mit so einer Stresssituation. Vorwärts! Mehr auf den Körper. Komm, auf geht's, Dana. Jetzt los! Du sollst vorwärts marschieren. Dana, vorwärts, hat's geheißen. Ich würde nie einen Athleten in den Ring schicken, wenn ich nicht wüsste, dass er da auch mithalten kann. Wunderbar. Perfekt, auf geht's. Victor, danke. Ich lasse mich leider schnell entmutigen im Sparring. Und bei Jasmin kommt es fast von alleine, weil sie einfach, weil ich weiß, wie gut sie ist. Das ist so eine mentale Sache. Also wenn ich mich mehr darauf verlassen würde, was meine Augen sehen und was meine Hände eigentlich intuitiv machen könnten, wäre ich, glaube ich, um einiges besser. Ich meine, auf dem Zettel, den man da unterschreibt, steht, sie könnten potenziell sterben. Bin mir manchmal nicht so sicher, wie sehr ich kämpfen will. Also ich würde es natürlich lernen, für mich, mich durchzusetzen und zu kämpfen. Aber ich merke halt immer wieder, wie ich da in so eine verzweifelte Opferrolle falle und mir selber leid tue. Und das versuche ich jetzt zu durchbrechen, aber das ist echt nicht einfach für den Kopf, wenn man geschlagen wird. Und im Moment habe ich den Willen zu überleben. Und der ist, glaube ich, realistisch. Aber ich glaube, dieser Siegeswille fehlt mir halt, um wirklich gewinnen zu können. Ich glaube, wenn ich den jetzt nicht habe, dann stehe ich mir selber wieder im Weg. Also ich weiß nicht, ob ich den Kampf tatsächlich wagen soll. Ich bin kurz davor, alles abzubrechen. Ich habe den Sprung nach New York gewagt und will kämpfen, mich mit aller Kraft durchschlagen. Werde ich das, was ich gelernt habe, im Kampf anwenden können? Wird es reichen? Ich weiß nichts über meine Gegnerin. Sie wird mir kurz vor dem Kampf zugelost. Ich bin nervös. Zum Glück kommt mich eine gute Freundin besuchen, um mich zu unterstützen. Und, Dana, freust du dich auf deinen Kampf? Ja, schon. Also ich freue mich, dass es jetzt dann passiert, aber ich bin auch nervös. Wovor hast du Schiss? Dass ich nicht abrufen kann, was ich jetzt gelernt habe in den Monaten? Ich bin erstmal also total stolz, dass du das überhaupt machst, weil ich finde, das fordert unglaubliche Disziplin und Kraft und natürlich auch einfach so, dass du potenziell die Fresse poliert bekommst. Ja gut, das schiebe ich natürlich noch raus. Ich finde es so total geil, dass du dafür extra hergekommen bist. Ja, das bedeutet mir wirklich viel. Also, dann spricht nichts mehr dagegen. Auf geht's. Es ist soweit. Der Tag des Kampfes ist gekommen. Das Turnier findet im Gleason's Gym statt. Das Gleason's Gym ist eines der ältesten Box-Gyms in New York. Im Gleason's Gym haben schon alle geboxt,
oder trainiert. Who is who, der Boxsport. Mike Tyson, Muhammad Ali, Jake LaMotta, viele bekannte Mittelgewichter, Marvelous Marvin Hagler aus den 80er Jahren, alle haben da schon trainiert. Ich war beim ersten Mal reingehen und rumgucken und schon nervös und ein bisschen überfordert. Es ist nichts, was ich kenne. Okay, good luck. Thank you. All right. Who's next? We're excited to host the international fight. International event. It's good. Also wir haben ja auch mit Mike Koslowski zusammengearbeitet. Okay, give me a little strong. Mike war 2012 Coach of the Year in den USA, also ist ausgezeichnet worden. Der bringt die alte sowjetische Schule mit. Was das Training anbelangt, bin ich mehr als zufrieden. Also wenn sie das umsetzen kann, kann sie auch gewinnen. Jeder hat um sein Kind auf eine gewisse Weise Angst. Das ist so und das bleibt auch so. Kinder bleiben Kinder. Sorgen macht man sich irgendwo immer. Und echten Kampf natürlich hat sich jeder sein Päckchen zu tragen, doch bei Boxen geht es darum, sich in die Fresse zu schlagen. Das Potenzial ausschöpfen, Vergangenes spielt keine Rolle. Achte auf das Hier und Jetzt, es geht nur um die Selbstbewusstsein. Ich weiß bereits nach der ersten Runde, dass ich ihr unterlegen bin. Aber ich kämpfe weiter, beiße mich durch. Aufgeben ist keine Option. Thank you.
Das war's. Der Kampf wird vorzeitig abgebrochen. 6 Monate Training für alles verändernde 3 Minuten. Gut ab, Trainer Hass. Kannst stolz auf dich sein, das war mutig. Hauptsache, dass sich überhaupt in den Ring gestellt haben. Das war ja schon genug Überwindung, ne? Siehst du, alles ganz stolz. Und von deiner Family kommt, dass du ganz tapfer warst. Und ist natürlich schade, aber Respekt und tolle Leistung und ganz viele Daumen nach oben. Und hier haben ganz viele am Ring auch gesagt, dass sie total beeindruckt waren, dass du trotzdem weiter immer die Hände wieder nach oben gehalten hast und wieder gesagt hast, nee, ich mach weiter. Und einer hat zu mir gesagt, ach was, das ist ihr erster Kampf. Boah, und dann gleich hier. Boah, das hätte ich nie gemacht. Das ist ja mutig. Also auch die Zuschauer waren echt beeindruckt. Das ist alles gut. Das hat wirklich, ja, ihr tut nichts weh, Mutti. Alles gut. Only moment when you took so many punches and you start to pass, this is big respect. I'm always told, women has more balls than guys. And you proved again that women tougher than guys. No. Ich habe gerade so liebe Nachrichten vorgelesen bekommen, wie alles zu Hause zugeschaut hat. Das waren echt viele meiner Kollegen, meine engsten Freunde und Mädels aus dem Gym. Und es ist echt schön, so geliebt zu werden. Das kann ich anders sagen. Ja, dass Leute für mich wach bleiben und mir alles Gute wünschen, das ist natürlich auch fürs Selbstbewusstsein toll. Ja? Ich glaube, wer so tolle Freunde hat, der kann auch nicht, kann auch kein schlechter Mensch sein, glaube ich schon. Ja? Und von daher stärkt das natürlich auch mein, ja, was auch immer, mein Selbstbewusstsein, mein Rückgrat, mein... Sie ist glücklich, so wie es jetzt ist, und will noch weiterkommen, vorankommen. It wasn't simply about boxing, was it? It was laying her, confronting her own self through boxing. In a way, the boxing is incidental. The boxing isn't the gladiatorial part, really. It's the journey of confronting the self that is truly gladiatorial. Also ich habe bis jetzt noch keinen gesehen, der nicht als Sieger rausgeht, weil das für jemanden ein Quantensprung ist. Jeder, der einmal wirklich boxt im Ring, hat gewonnen. Jeder Schlag ist ein Schritt hin zu deinem Wahn. Ich, es ist ein Knockout. Wenn du am Boden liegst, steh auf. Auch wenn du Sterne siehst, Knockout. Du bist jetzt schon der Sieger, steh auf. Denn es gibt keine Verlierer, Knockout. Wenn du am Boden liegst, steh auf. Auch wenn du Sterne siehst, Knockout. Du bist jetzt schon der Sieger, steh auf, denn es gibt keine Verlierer.